guten Morgen. Wir begrüßen Sie beim Frühstücksfernsehen. Wir haben heute ein Frühstück mit Herrn Dr. Robert Wunderlich. Wir kennen ihn, die Medizinstudierenden kennen ihn. Herr Dr. Wunderlich ist Lehrbeauftragter der Anästhesie, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin und Notfallmedizin und Dozent bei TÜPAS steht hier, aber er ist auch im Bereich Katastrophenmedizin sehr, sehr engagiert und da wird es jetzt spannend von Ihnen zu hören, was es alles gibt in dem Feld. So, sehr gern. Sie haben, und das muss ich kurz vorlesen, ein Fernstudium gemacht, European Master in Disaster Medicine. Das ist ein Studiengang in Italien und in Brüssel. Und da haben Sie eine Masterarbeit gemacht mit dem Titel Self-Perception of Medical Students. Da kommen Sie jetzt ins Spiel. Medical Students, Knowledge and Interest in Disaster Medicine, 9 years after approval of the curriculum und so weiter. Genau. Was ist das? Ja. Also der Master an sich war so die logische Konsequenz zu meinem Engagement, das ich schon während Studienzeiten eben hatte in der Katastrophenmedizin, eben auch international. Dann habe ich gesagt, dem muss man auch einen Namen geben und habe dann tatsächlich diesen Master dann studiert in Novara und in Brüssel. Also das ging 2 Jahre. Der größte Teil war eben online, also mit Vorlesung online, mit Prüfung online und dann eben eine Präsenzphase eben in Novara, also bei Mailand, eine wunderschöne kleine Stadt und dann die Masterarbeit eben dann anschließend, um der, ja, wie gesagt, die ganze Sache eben abzuschließen. Das Spannende war, dass wir Studierende aus der ganzen Welt waren, ja, also das ist von, aus allen Kontinenten, aus allen Ländern, mit verschiedensten Ansichten, mit verschiedensten Gesundheitssystemen, mit verschiedensten Rettungssystemen, Notfallsystem, Katastrophensystem und so weiter. Diese 40 Studierenden, das war eine super spannende Sache. Und dann ging es natürlich auch immer darum, wie sieht es denn in Deutschland aus? Ja? Was macht man in Deutschland? Wie ist es mit der katastrophenmedizinischen Ausbildung? Und da werden wir jetzt gleich drüber reden. Herr Wunderlich, erstmal vielleicht noch eine Ansage an die Studierenden. Wir werden jetzt erstmal über die Lehre in der Anästhesie zu sprechen kommen und dann über dieses Thema Notfallmedizin national, aber auch international, Katastrophenmedizin. Sie werden sich fragen, was ist mit den Fragen der Studierenden? Normalerweise beantworten wir die ja jetzt zu Beginn. Wir uns haben jetzt keine oder nicht sehr viele Fragen erreicht. Wir sammeln weiterhin, wenn Sie Fragen haben, dann werden wir das nächste Woche eben aufgreifen und freuen uns darauf. Das ist ja hier auch einer der Kommunikationskanäle, die wir haben und wo wir und Herr Professor Zipfel als Prodekan Lehre dann eben auch immer gerne zu Ihnen spricht. Also, bitte Fragen stellen, an die Fachschaft richten oder an uns richten und wir gehen dann darauf ein. Herr Wunderlich, jetzt zu Ihnen. Wie sieht die Lehre der Anästhesie denn eigentlich aus bei uns in Tübingen? Ja, also relativ vielfältig. Unser Fach ist ja sehr groß. Also wir sind nicht nur in der Anästhesie tätig, sondern eben auch Intensivmedizin, Schmerzmedizin und Notfallmedizin. Demnach haben wir einige Vorlesungen, also die Hauptvorlesung Anästhesie natürlich. Dann haben wir das QB14, die Schmerzmedizin als Vorlesung. Dann haben wir das QB8 Plenum, die Notfallmedizin, die wir eben auch koordinieren. Also da schon diese drei Vorlesungen. Und dann haben wir natürlich einige Kurse noch, also das E-Click Intensivmedizin zum Beispiel, das wir auf unserer Intensivstation bzw. mit Szenarien auf der Intensivstation oder wahlweise einem polytraumatisierten Patienten, der dann in der Intensivmedizin betreut wird, eben durchführen und dann noch einige Praktika, die wir sehr gerne im TÜPAS, Sie haben es ja schon gesagt, eben durchführen bei uns im Simulationszentrum, das ja auch an die Anästhesie angegliedert ist, mit einigen, also mit dem Wochenpraktikum, das dort klassischerweise eben stattfindet und dann auch einigen Hands-on-Wahlfächern. Also Hands-on-Notfallmedizin, Hands-on-Intensivmedizin sind da die Wahlfächer, die da normalerweise
im Typas eben stattfinden, neben vielen anderen Wahlfächern. Also wir haben ein Wahlfach Antibiotika-Therapie, wir haben ein Wahlfach Intensivvisite, medizinischer Zwischenfall und dann eben auch das Wahlfach Katastrophenmedizin, humanitäre Hilfe. Ist ja auch einfach ein wichtiges Fach, Anästhesie, Intensivmedizin, zurzeit auch sehr bedeutsam in der Corona-Krise. Als wir in der Vorbereitung für diese Sendung telefoniert haben, waren Sie gerade im Dienst frei. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich einen Nachtdienst oder ähnliches gehabt. Und berichten Sie mal ganz kurz, wie die Situation auf der Intensivstation ist bei uns. Also wir haben ja mittlerweile mehrere Intensivstationen. Mhm. Also wir haben ja die IMC-Station, die Intermediate Care-Station. Dann haben wir die Station 21, die jetzt mittlerweile für die Covid-Patienten ausschließlich genutzt wird. Und dann unsere Intensivstation 39, die initial die Covid-Station als Covid-Station ausgelegt war und da wir jetzt mit sinkenden Patientenzahlen zu tun haben, also wir jetzt tatsächlich einen Rückgang der Intensivpatienten ja in der letzten Zeit haben, ist jetzt letzte Woche auch der Wechsel passiert, dass die Station 39, wo die Covid-Patienten initial aufgenommen waren, jetzt wieder die normale Intensivstation wurde und die Station 21 in der Corona-Zeit für die Nicht-Covid-Patienten genutzt, jetzt eben für die Covid-Patienten genutzt wird. Wie viele Covid-Patienten liegen denn zurzeit auf Intensiv? Also die aktuelle Zahl von heute kann ich nicht sagen, aber Anfang der Woche waren es noch 12 Covid-Patienten. Mhm. Genau, aber das sind alles, also der Großteil sind eben Patienten, die schon längere Zeit eben bei uns waren und die dann jetzt noch bei uns sind und die auch schon sehr weit fortgeschritten, auch zum Teil eben im Heilungsprozess tatsächlich sind und wo wir auch wirklich guten Mutes sind, dass es einen guten Ausgang nimmt. Gut, wunderbar. Jetzt, Sie haben berichtet, dass es viele Wahlpflichtfächer gibt. Notfallmedizin ist eins. Wie funktioniert Wahlpflichtfach Notfallmedizin? Ja. Wir haben ja ganz viele Sanitäter, Rettungsassistenten und so weiter, die jetzt Medizin studieren. Mhm. Wie funktioniert also genau, das QB8, das unterteilt sich ja in das Plenum, also die Vorlesung und dann eben in das Praktikum Notfallmedizin, QB8 Notfallmedizin. Das ist normalerweise so angelegt, dass wir da einen Viertageskurs im DocLab eben haben und dann den Studierenden Notfallmaßnahmen beibringen und dann vor allem auch die ärztliche Reanimation, wo wirklich ein Großteil der Zeit eben auch das praktische Üben eben auch ausgelegt ist und dann am Ende der vier Tage auch jeder imstande sein sollte, auch eine gute, suffiziente Reanimation eben zu absolvieren. Ja? Das ist normalerweise das QB8 Praktikum, das wir haben. Das QB8 Plenum, wie gesagt, aus verschiedensten Bereichen der Notfallmedizin, auch mit verschiedenen Fächern, der Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Psychiatrie, Anästhesie, die verschiedensten Notfallbereiche sind da eben in dem Plenum vorgesehen. Genau. Ja. Wir merken, wie breit gefächert das Fach ist. Ja, das ist auch ganz spannend. Es gibt da auch immer Untersuchungen dazu, was macht denn ein Anästhesist? Ja, wurden dann viele Leute auf der Straße gefragt, was macht denn ein Anästhesist? Und die meisten wissen natürlich Narkose, aber alles, was so drumherum eben auch noch passiert, das ist gar nicht mal so bekannt. Und auch von der Narkose kriegt man ja nichts mit. Von daher ist es da ja auch ganz spannend. Genau. Jetzt lassen Sie uns mal über das Wahlfach Katastrophenmedizin sehr reden. Gern. Sie machen das seit wann hier? Wir haben Tübingen im Wintersemester 17/18 damit angefangen. Ja. Genau. Gut. Und jetzt kommt's und wir haben einen Einspieler. Viele Verletzte. Ja. Aber dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt, ne? Gelandet. Ja, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall mal gut repariert und ausgerüstet. Achtung, Strafzeichen ist auf der B28 um 19 Uhr. Wir haben einen Unfall mit einem vollen Bus und PKWs. Die Rede ist von vielen Verletzten. Bitte Rettungsteam schnell zur Unfallstelle. Team 2 arbeitet den Namen von hinten nach vorne und die anderen vorne nach hinten. Personen kommen.
im Rahmen des Wahlfachs-Katastrophenmedizin hier die große Übung, die Realübung am Donnerstag nach 4 Tagen Wahlfach durchgeführt. 23 Patienten wurden von den Medizinstudierenden gesichtet und medizinisch versorgt nach einer Katastrophe. Das ist ein Riesenerfolg und es freut uns natürlich, dass alles Gelernte so praxisnah angewendet werden konnte und alle unsere Patienten gerettet werden konnten. Jawohl, Sie wissen, wie man Werbung für ein Wahlpflichtfach macht. Naja, also das ist ja schon was Besonderes gewesen, auch gerade diese Großübung. Da haben wir viel Unterstützung von den Rettungsdiensten, man hat es gesehen, mit dem THW, mit dem DRK aus Kirchtelensfurt, die da immer mit dabei sind, also von Anfang an da mit dabei waren. Und die anderen sagen, sie wollen auch mitmachen. Ja? Also war die Feuerwehr noch mit dabei, dann bei dieser Übung auch die Bundeswehr. Es hätte eigentlich ein Helikopter landen sollen noch. Leider ging deswegen im schlechten Wetter nicht. Aber das hat dann so eine Eigendynamik und da will dann tatsächlich dann auch jeder mit unterstützen. Und das ist natürlich toll und das freut uns natürlich, wenn da jeder, also unsere Medizinstudierenden natürlich, die Dozierenden, aber auch dann die Hilfsorganisationen, die da unterstützen, mit einem guten Gefühl eben da auch rausgehen. Ja. Mhm. Genau. Es gibt, glaube ich, Regelungen, dass so etwas alle 5 Jahre, haben Sie mir erzählt, durchgeführt werden soll. Das ist gesetzlich verankert. Also es ist für das Hauptamt, also tatsächlich für die Rettungsdienste, für den Rettungsdienstbereich, da sollte das eben stattfinden, dass in jedem Rettungsdienstbereich in Baden-Württemberg eine Mann 50, also eine Massenanfall an Verletzten, 50 Übungen mit 50 Betroffenen im Prinzip durchgeführt werden soll. Das ist in Tübingen auch geschehen. Heißer Süden, vielleicht erinnert sich da der ein oder andere daran, das war im Oktober 2018, als es da hier in Tübingen für das Hauptamt, also für die Rettungsdienste tatsächlich stattgefunden hat. Also ein Realeinsatz und eine Realübung für den Rettungsdienst hier. Genau. Ich habe einige Medizinstudierende wiedererkannt. Ach so, ja. Genau. Na klar, in Tübingen kennt man die. Wie bereitet man das denn vor? Wir haben hier eine Tafel vorbereitet und das ist ein Planspiel. Die Tafel holen wir jetzt mal rein, dass Sie so durchführen. Jetzt holen wir die einfach so hinter uns. Zack, zack. So. Und was wir jetzt erkennen können, das hier ist die, also eine Karte und wir sehen die Neckarbrücke. Ja, da ist der Neckar, das ist die Platanenallee. Das ist der Ort, wo beim Stocherkahnrennen das Nadelöhr gefürchtet. Ja, da geht es in die Richtung. Und jetzt zeigen Sie uns mal, wie so ein Planspiel aussieht, wie man so etwas angeht im Wahlfach. Genau, also das Planspiel ist so der erste Teil. Am ersten Tag wird es durchgeführt. Wir bauen das von Tag zu Tag auf eben. Und das ist so dann der Start im Prinzip, das erste Praktische, was hier gemacht wird. Erstmal, da gibt es auch Luftaufnahmen. Das ist jetzt quasi Google ganz analog. Ja, das wurde uns da natürlich zur Verfügung gestellt. So, machen wir genau, mal so. Aber das ist dann für den Eindruck nochmal, die Karte ist extra so aufbereitet, dass wir auch alle Rettungsmittel da platzieren können. Das haben wir alles nochmal so nachbereitet. Genau, also jetzt ist es hier zum Beispiel zu einem Unfall gekommen, hier auf der Neckarbrücke mittendrauf. Da sind zwei LKWs sind da verunfallt, vielleicht noch ein Bus beteiligt gewesen. Und dieser Crash ist quasi dann immer der Start für sämtliche... Da ist der Bus. Ja, genau. Und das ist immer der Start für sämtliche Einsätze, die wir hier in Tübingen haben. Und das ist auch das Schöne daran, dass es so plastisch ist, dass es eben in Tübingen dann stattfindet. Da kann sich jeder reinversetzen. Jeder kennt die Neckarbrücke, wie Sie sagen, vom Stocherkahnrennen oder anderen Events. Und da ist jetzt eben zu diesem Unfall gekommen. Jetzt haben wir hier einige Verletzte, symbolisiert durch diese kleinen Figürchen, die jetzt hier zum Beispiel auf der Neckarbrücke sind, gegebenenfalls eben auch hier im Neckar. Im Kurs haben wir da noch deutlich mehr, aber ich denke, zum Anschauen
langt es erstmal. Das heißt, jetzt ist hier dieser, dieser Schaden entstanden. Jetzt müssen die Medizinstudierenden hergehen und sich den Schadensort erstmal anschauen, einen Überblick sich verschaffen und die Verletzten eben sichten. Dann eine Rückmeldung an die Leitstelle eben geben, wie viele Einsatzkräfte benötigt werden, was man hier eben braucht. Wenn wir jetzt hier von einem Bus sprechen mit vielleicht 60 bis 100 Personen da drin, ist es schon eine größere Sache. Das heißt, wir brauchen jetzt hier einige Einsatzkräfte. Da kommt jetzt die Polizei. Die sperrt die Straße. Wird genau schon mal die Straße absperren. Dann kommen hier die ersten Rettungswegen, die jetzt hier nicht auf die Brücke eben auffahren, weil die gegebenenfalls einsturzgefährdet ist. Und dann hier auf der anderen Seite kommen dann die anderen Rettungsmittel. Die gibt es dann in verschiedenster Ausführung. Also hier haben wir noch ein Notarzteinsatzfahrzeug, das hier auch noch eben mit dabei ist. Hier vielleicht der Einsatzleitung im unteren Bereich am unteren Einsatzort übernimmt. Und dann eben die Feuerwehr, die sich vor allem dann um die Sicherung der Brücke eben kümmert. Mhm. Das wird dann alles abgesichert, die Medizinstudierenden positionieren diese ganzen Einheiten eben wie gesagt aus der Vogelperspektive, dass es da, dass sie die auch nicht ins Gehege kommen. Nichts ist schlimmer, als wenn sich die Einsatzkräfte gegenseitig zuparken. Ja? Das ist eine triviale Geschichte eigentlich, aber das passiert wirklich häufig. In Paris, Bataclan, war es eben so, dass die da erstmal gar nicht mehr weg konnten, weil die Zu- und der Abfahrtswege noch nicht so geregelt waren, dass wir das gut hätte machen können. Deshalb legen wir da eben auch viel Wert. Da werden dann auch grüne und rote Pfeile noch angebracht. Wo geht's hin? Wo geht's wieder zurück? Wo sind die Sammelplätze und so weiter? Weil gerade die Neckarbrücke jetzt natürlich auch ein Nadelöhr eben wäre mit den Zu- und Abfahrtswegen. Ab wann spricht man von einer Katastrophenereignis? Ja, das ist natürlich so eine Sache. Man kommt nach Hause, das Zimmer vom Kind ist nicht aufgeräumt, was auch immer. Man sagt, das ist eine Katastrophe, ja? oder was auch immer. Es gibt da auch keine wirklich einheitliche Definition. Die Vereinten Nationen haben da auch unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, ab 10 Verstorbenen oder 100 Betroffenen. Und dann wird es aber auch so ein bisschen schwammig wieder. Dann heißt es ja, aber auch wenn ein Staat eine Katastrophe als diese erklärt oder wenn internationale Hilfe angefordert wird. Im großen Kontext. Ja. Bei uns hier sind es ab 10 Betroffene ein Mann Stufe 1. Ja. Also das heißt, der Massenanfall an Verletzten Stufe 1. Und es geht dann bis 50 bzw. über 50. Und dann, wenn nicht mehr mit den Rettungsmitteln aus einem Rettungsdienstbereich diese Lage abgedeckt werden kann, sondern eben aus anderen Bereichen noch mit Rettungsmitteln zugeholt werden müssten, also mit überregionalen Strukturen gearbeitet wird, dann spricht man auch von einer Katastrophe. Jetzt tun wir das weg. Wir haben das jetzt behandelt. Man könnte da wahrscheinlich noch lange weiterspielen. Ich fand es jetzt sehr interessant zu sehen, dass auch unsere Medizinstudierenden die Chance haben, in diesem Bereich ausgebildet zu werden. Jetzt gibt es ja den internationalen Katastrophenfall. Und da haben Sie im Speziellen natürlich auch eine besondere Expertise. Berichten Sie mal, seit wann gibt es denn die Tatsache, dass man international auch Hilfsorganisation betreibt und strukturiert? Also wie lange es jetzt Hilfsorganisationen gibt, die Rotkreuz, Rot-Halbmond-Bewegung ist ja auch schon eine ganze Zeit eben alt, aber das gab es auch schon davor, dass da Hilfe angeboten wurde bzw. Hilfe durchgeführt wurde. Jetzt strukturiert bzw. auch geordnet hat es wahrscheinlich dann mit dem Genozid in Ruanda so einen ersten großen Punkt oder ein erstes großes Ereignis gehabt, wo dann auch viele internationale Organisationen dann eben auch tätig waren irgendwann. Man hat es da angefangen und jetzt versucht man da immer mehr Strukturen eben auch zu schaffen, um das weiter zu ordnen, die ganze Sache. Das sogenannte Sphere-Handbook, das der Standard für humanitäre Hilfe, für humanitäre Katastropheneinsätze, gibt es eben seit Ruanda und es wird immer weiter ausgebaut, immer weiter abgedatet. Zum letzten Jahr, also 2018, 2019 Übergang, kam das neue Sphere-Handbook raus mit den Standards, wie
soll internationale Katastrophenmedizin, internationale Katastrophenhilfe abgebildet werden. Und da geht es nicht nur um Medizin an sich, da geht es auch um die relevanten Nachbarbereiche, also Trinkwasseraufbereitung, ja, oder Versorgung mit Lebensmitteln, Versorgung mit Non-Food-Items, das heißt mit Zelten, mit Schutzmaterial und so weiter. Und das ist eine Sache, die ja, immer weiterentwickelt wird und auch immer professioneller wird. Ja? Man wünscht sich ja auch nicht, dass wenn in Deutschland irgendwas passiert, dann kommt jemand, der keine Expertise hat und sagt, na, ich helfe Ihnen mal. Ja? Mhm. Also, und das wünscht man sich ja auch nicht als Land, wo die Katastrophen vor allem passieren. Ja? Und deshalb, ja, um das eben gerecht zu machen, um das professionell zu machen, wird es immer weiter erarbeitet, immer weiter abgedatet. Das hat auch mit der Entwicklung der EMTs, Emergency Medical Teams, jetzt auch eine weitere Stufe erreicht, wo dann eben auch medizinische Teams tatsächlich zertifiziert werden. Also bevor die Katastrophe passiert, gibt es eben eine Zertifizierung durch diese Stelle bei der UN. Ja, die sagen, dieses Team wird hier begleitet, wird geprüft. Ja, und erst wenn das Team das geschafft hat, darf es auch in Katastropheneinsätze, die von der WHO bzw. von der UN, von dem EMT Coordination Center eben freigeschaltet sind. Und dann gehen die Teams dort gezielt in Einsatz. Anders als vielleicht auch noch in Haiti oder eben damals in Ruanda. Ja. Also ich kann erzählen, ich war als Medizinstudent, ich habe in Tübingen auch Medizin studiert, damals war ich in Ruanda. Und zwar ging das hier auch von der Universität aus. Und ich konnte in den Flüchtlingslager, die dort waren, sehen, wie notwendig das ist, das zu organisieren. Und ich kann nur berichten, was das Technische Hilfswerk da gemacht hat, war großartig. Das erste Mal auch so richtig hatte ich einen Eindruck, konzertiert etwas, auch wirklich gut organisiert durchgezogen. Aber es wurde sehr, sehr viel falsch gemacht und von internationalen Hilfsorganisationen und Ärzte ohne Grenzen war großartig, hatte ich den Eindruck. Ja. Also das ist schon ein Punkt, weil es wird auch nicht wirklich, also es wurde damals zumindest auch nicht reglementiert, auch heute, auch mit dieser EMT-Struktur ist es trotzdem so, dass man auch seinen Rucksack packen kann und irgendwo hingehen kann und sagen kann, so und jetzt mache ich humanitäre Hilfe. Ja? Hm. Also das ist ein großer Schwachpunkt und das ist auch eine Sache, die dann auch vielleicht schadet. Ja? Also nicht jede gut gemeinte Idee ist dann auch wirklich gut, ja? Also in der Umsetzung. Ja? Hm. Man muss natürlich auch die Strukturen beachten, die es schon vor Ort gibt. Ja? Also es ist, mein Lieblingsbeispiel sind Kleiderspenden. Ja? Also man spendet hier irgendwo Kleider, und das habe ich oft in Uganda gesehen, dann kommt dann so ein Kipplaster, der lädt dann diese Kleider einfach irgendwo auf dem Marktplatz aus, schüttet die dann aus und dann kommen überall die Leute da zugerannt. Natürlich jedes T-Shirt, sich Bayern München Trikot oder Obi T-Shirt oder was auch immer, verschiedenste Sachen werden dafür 20 Euro Cent angeboten, ja, und dann wird es natürlich gekauft und ringsrum sitzen dann überall die Schneider in ihren Häusern, die dann keinen Job da mehr haben, ja, weil eben sowas gut gemeintes vielleicht in letzter Instanz doch gar nicht so hilft, wie man sich das denkt, oder Arzneimittel spenden, oder wieso soll man denn abgelaufene Arzneimittel in Afrika einsetzen, wenn wir sie nicht mehr wollen. Ne? Das ist natürlich irgendwie eine Idee dahinter, ne? Man will es ja nicht wegschmeißen, man bringt es dann irgendwo hin in ein Katastrophengebiet oder in ein Entwicklungsland oder was auch immer, aber dass es da vielleicht auch schaden kann, darüber ist man sich vielleicht dann doch nicht so ganz gewiss. Ja. Und wer will schon mit einem Bayern-München-T-Shirt? Das ist natürlich eine andere Sache. In Uganda sehr beliebt, in Afrika sehr beliebt, okay. Natürlich, klar. Sie haben eine Sache angesprochen, wo Sie auch sehr aktiv waren, das ist die Entwicklungsarbeit. Und da möchten wir jetzt noch mal einen Einspieler dann bringen. Und zwar, Sie haben sich sehr verdient gemacht und wurden auch ausgezeichnet mit einer Aktion, wo Sie Ziegen verschenkt haben. Wir zeigen das mal. Der Projektstandort von Schenke eine Ziege ist einem ständigen Wandel unterzogen. Erst 2011 konnten wir die Stromversorgung mit einer eigenen Solaranlage sichern. We have had the greatest where we have had solar power in place, which has made now our life easy. We can access internet, we can use computers, and now communication between Uganda and Germany is now solved.
What is very special about this goat is that we are giving out to a special beneficiary who has a distinguished problem because he's HIV positive, and we feel this goat will help her and her family, the young ones, to get milk out of it because it is a milk goat. Some milk I can sell to get school fees for the children, and some I use on nutrition. Großartig. Wie kommt man auf die Idee, in Uganda Ziegen zu verteilen? Also, Sie können sich vorstellen, nach dem Abitur waren wir da zwei junge Menschen, die gesagt haben, wir wollen die Welt retten, wir wollen die Welt verändern, wir wollen nicht direkt in das Studium bzw. in die Ausbildung dann gehen, und sind dann nach Uganda gekommen über ein paar Umwege. Und das war damals noch nicht so organisiert, wie es jetzt heute ist, mit den Freiwilligendiensten, wo es relativ einfach ist. Dort war dann noch ein langer Prozess da vorgeschaltet. Dann sind wir nach Uganda gekommen, waren da an der Schule, hatten da einen Auftrag, Deutsch und Englisch zu unterrichten. Und Englisch konnten die alle schon ziemlich gut. Also Englisch ist da Landessprache in Uganda. Und Deutsch in Ostafrika war dann auch, ja, also nicht unbedingt so notwendig. Da haben wir gesagt, wir machen was Eigenes und haben dann Hygieneprojekte gemacht, verschiedene Workshops dort an dieser Schule durchgeführt. Und dann sind dann eben auch mit unserem damaligen Schulleiter zu ihm nach Hause auf die kongolesische Grenze gefahren und haben dann dort, ja, erstmal den Auftrag gehabt oder haben gesagt, wir wollen uns das mal anschauen, wie die, wie deine Nachbarn so erleben, wie das so aussieht. Wir haben auch viel Jugendarbeit und so weiter davor gemacht gehabt, die Freunde von mir und ich. Und dann dachten wir, wir gehen da jetzt vielleicht zu zwei, drei seinen Nachbarn. Dann waren wir den ganzen Tag unterwegs. 30 Familien haben wir besucht insgesamt, ja, und waren dann natürlich sehr geplättet durch die ganzen Eindrücke. Dann haben wir gesagt, wir wollen hier was tun, wir wollen hier was helfen, naiv. Ja, oder wie man da so ist, motiviert, wie man da so ist, und sind dann nach Hause gekommen 2006 und haben dann den Verein Schenke eine Ziege gegründet, waren damals zu siebt, jetzt sind wir über 400 Vereinsmitglieder im Verein, und gleichzeitig wurde dort in Uganda das Parallelprojekt oder das Schwesternprojekt Give a Goat Africa gegründet, und mit mittlerweile 30 Angestellten dort, die sich eben dort vor Ort um die Arbeit eben kümmern und dort im Prinzip alles managen. Toll. Ja. Klasse. Also was man sieht, ist, dass Medizinstudierende und dann auch Ärzte unheimlich breit und also aktiv sein können. Das ist ja das Tolle an unserem Beruf. Jetzt vielleicht am Schluss noch eine Frage. Wieder zurück zur Ausbildung für unsere Medizinstudierenden in der Anästhesie. Während der Corona-Zeit, wo keine Präsenzuniversität stattfindet, wie findet denn dieser doch sehr präsenzlastige Unterricht bei Ihnen statt? Ja, also wir haben früh angefangen, Lehrvideos zu machen. Also da war die Schmerzmedizin ganz vorne mit dabei, dann die Intensivmedizin und dann auch natürlich unsere vertonten PowerPoint-Präsentationen und so weiter. Jetzt sind wir froh, dass wir ab Montag, jetzt 8.06. auch unser Gruppe 8 Praktikum, also den Reanimationskurs, zumindest teilweise mit Präsenzzeiten machen können. Also ist ein Theorieteil, der online in Ilias abläuft, der muss absolviert werden, und dann geht es dann eben ins Doc Lab. Zwei Tage, dann das Training dort vor Ort eben auch an unseren Reanimationsmodellen, an diesen Reanimationstrainern, und dann eben auch dann die praktische Prüfung eben daran. Und wir hoffen natürlich, dass wir das Wahlfach Katastrophenmedizin dann auch, das wird das nächste Ende September stattfinden, auch mit Präsenzzeit machen können. Aber das werden wir jetzt sehen, wie die weiteren Entwicklungen natürlich sind. Wir haben versucht, alles auszulagern. Wir werden auch einen Großteil unserer Wahlfächer online anbieten können. Aber eben dieses sehr praxisorientierte Wahlfach von uns, das geht leider nicht ganz online. Ja. Klar. Also wir drücken die Daumen. Vielen Dank. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. War sehr, sehr spannend. Sehr gern, hat mich gefreut. Tschüss, wir freuen uns auf nächste Woche wieder. Ja, Montag und Mittwoch dann. Tschüss.